Herzlich willkommen beim Human Rights Film Festival Berlin 2022, live aus der Villa Elisabeth. Talking Humanity, Kinder im Netz. Missbrauch bekämpfen, ohne Persönlichkeitsrechte zu verletzen? Es sprechen Bundesfamilienministerin Lisa Paus und Anna Ramskogler-Witt, Direktorin des Human Rights Film Festival Berlin. Guten Abend und vielen Dank, dass Sie es trotz Ihres sehr vollen Kalenders heute hier zu uns geschafft haben. Es freut mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Danke für die Einladung. Und da es in Berlin ist, war es jetzt auch nicht so weit. Berlin ist groß manchmal gefühlt. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Wir sprechen heute über ein sehr schwieriges und emotional aufgeladenes Thema. Wir hatten gestern schon kurz über Digitalisierung und Presse- und Meinungsfreiheit und vor allem auch über Bildung und Medienbildung gesprochen. Ich denke, diese Themen werden wir heute auch kurz streifen. Aktuell ist durch die steigende Digitalisierung unserer Gesellschaft eine Zunahme von sexueller Ausbeutung von Frauen und Kindern im Netz zu beobachten. Wie können Frauen und vor allem Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt im Netz geschützt werden? Was denken Sie, was ist nötig dafür? Wir müssen die Anbieter noch mehr in die Pflicht nehmen. Und ist auch noch die letzte Bundesregierung. Die haben tatsächlich das Jugend- und das Jugendschutzgesetz noch mal geändert, den Jugend- und Medienschutz noch mal angepasst. Und es gibt jetzt dafür eine entsprechende Behörde, die jetzt auch noch andere Rechte hat gegenüber Anbietern, um tatsächlich entsprechende Schutzeinstellungen von ihnen abzufordern. Das ist jetzt gerade sozusagen im Aufbau. Ich habe mir das jetzt teilweise angeschaut. Ich war zum Beispiel auf der Gamescom und diese Behörde, die sitzt auch in Köln. Von da habe ich mir auch ein erstes Bild davon gemacht, wie die jetzt tatsächlich anfangen, auch mit den entsprechenden Anbietern in Verhandlungen zu treten. Aber das ist jedenfalls wichtig, dass wir diesen Weg weitergehen. Ich bin auch nochmal gespannt, inwieweit man da vielleicht auch nochmal nachschärfen muss. Das andere ist sozusagen eins der Themen, die ich eben auch als betroffene Mutter sozusagen mitbringe, ist das ganze Thema Voreinstellungen. Da glaube ich, da gibt es zwar einiges und an Hilfestellungen und so, aber ich gebe offen zu, ich fühle mich noch einigermaßen wohl im Internet. Ja, so. Aber die Voreinstellungen so gut zu treffen, dass sie eben auch gut passen für das jeweilige Kind im jeweiligen Alter, ich finde, das könnte alles durchaus noch einfacher, handhabbarer und praktikabler werden. So, wenn es super einfach gemacht wird, eine Waschmaschine zu kaufen, ist aber trotzdem total kompliziert ist, vernünftige Voreinstellungen beim Kinder- und Jugendschutz zu treffen, dann ist da, glaube ich, etwas falsch. Und dann habe ich schon den Eindruck, da wo kommerziell was zu holen ist, da geht alles ganz schnell. Und da wo es um Kinder- und Jugendschutz geht, da geht das alles angeblich überhaupt nicht. Das können wir noch besser machen. Auf alle Fälle, ich kann das auch nachvollziehen. Ich bin seit kurzem selbst auch Mutter und wenn ich schau, welche Gefahren da draußen alle lauern, vor allem auch im Netz, wird einer manchmal ganz anders. Es ist unheimlich. Von daher wäre schön, wenn sich da noch mehr bewegen wird. Gibt es denn, Sie haben es schon kurz gestrichen, dass es Lösungen gibt, technische Lösungen, die Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt im digitalen Raum schützen. Aber gibt es da spezielle, wo Sie denken, da muss nochmal, die funktionieren schon und da kann man noch mehr machen? Es gibt verschiedenste Angebote auch meines Hauses, die noch viel zu wenig bekannt sind, die ich vorher auch nicht kannte und die hier auf meinem Zettel stehen. Den müsste ich noch mal eben hier finden. Bevor ich das gefunden habe, kann ich aber auch noch mal nachlegen, dass der Handlungsdruck, ne, noch mal deutlich gestiegen ist. Alleine im Vergleich dieses Jahr, letztes Jahr, ist es so, dass die Missbrauchsdarstellungen, die man gefunden hat, sich zu verdoppelt haben. Also 100% mehr als im Jahr vorher. Und wenn man mal schaut, irgendwie im Verhältnis zu 2018, dann hat sich die Zahl der Tatverdächtigen verzehnfacht. Und auch ansonsten ist international bekannt, dass Europa tatsächlich der Ort ist, wo es
im Netz die meisten Missbrauchsdarstellungen gibt. So, also von daher ist das nicht irgendwas, ja, sondern das ist richtig, richtig heftig. Und es ist auch nicht irgendwie stabil, sondern es wird auch einfach rasant wesentlich größer. So, von daher finde ich es auch richtig, dass die Europäische Kommission jetzt auch Anstrengungen unternommen hat, zu überlegen, was kann man da tun. Da sind wir in der Diskussion, da finden wir als Bundesregierung noch nicht alles toll, aber dass es da verstärkte Anstrengungen gibt und dass wir die europäische Zusammenarbeit auch in der Strafverfolgung verbessern, dass wir eine europäische Plattform bilden. All diese Dinge, glaube ich, die sind gut und richtig, weil sozusagen die Verfolgung im Netz, die müssen wir europäisch machen, sonst kommen wir da definitiv nicht hinterher. Mein Haus ist jetzt eben mehr für die Prävention zuständig. Deswegen geht es eben bei mir darum, den Jugend- und Medienschutz tatsächlich durchzusetzen. Da habe ich gesagt, da wurde im letzten Jahr das Gesetz verändert und ich habe eine Behörde, die dafür zuständig ist. So, ansonsten gibt es aber weitere erfolgreiche Projekte. Jetzt habe ich ja auch einen Zettel gefunden. So. Aktiv gegen Gewalt und Interaktion des Bundesverbandes der Frauenberatungsstellen. So gibt es zum Beispiel. Es gibt, da geht es um das Thema Gewalt gegen Frauen, digitale Gewalt gegen Frauen. Ansonsten gibt es auch für Kinder und Jugendliche entsprechende Angebote, Schau hin beispielsweise, also verschiedene Websites, die eben Kindern und Jugendlichen helfen, auf sicheren Plattformen zu sein und auch Dinge zu lernen und eben auch den entsprechenden Eltern. Ich fand auch nochmal spannend, tatsächlich, dass es auch Projekt, ja hier genau, es gibt jugendschutz.net zum Beispiel und da kann man sich auch beschweren, da kann man eben selber auch melden, wenn einem Dinge auffallen. Und es gibt auch das Projekt Arachnid, wo der Name herkommt, habe ich mich auch noch gefragt. Aber jedenfalls ist das eine Technologie, die ermöglicht, bereits bekannte illegale Darstellungen der sexualisierten Gewalt gegen Minderjährige im Netz zu identifizieren. So, Arachnid. Und und wenn Arachnid auf bekannte illegale Inhalte stößt, dann werden die automatisch an Ermittlungsbehörden und an Partnerhotlines oder an Provider, dann werden Provider informiert. So, also solche Dinge gibt es und die können, glaube ich, auch in der Breite noch besser wirksam werden. Und dann gibt es auch Dinge beim Thema Cyber-Grooming. Ne, gerne wird sich dann ja eben auch an Kinder herangemacht und da gibt es auch entsprechende Präventions. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen einmal den Wort Cyber-Grooming, ich kannte den vor ein paar Monaten noch nicht, kurz kontextualisieren. Ja, bitte. Es geht darum, dass Kinder, die im Netz unterwegs sind, umworben werden und es kommt auch in dem Film Children in the Net, Caught in the Net, den wir im Rahmen vom Filmfestival zeigen, vor. Da wird genau erklärt, wie sie immer mehr dazu getrieben werden, sich zu expositionieren und wie der Missbrauch immer mehr in den eigenen Kinderzimmern passiert, hinter verschlossenen Türen, sodass es die Eltern gar nicht mitkriegen. Das ist nicht zwingend, das ist, was man selbst im Kopf hat, dass Kinder entführt werden und missbraucht werden, sondern dass es wesentlich niederschwelliger heutzutage ist und deswegen Prävention, wie Sie erwähnt haben, so wichtig. Sie haben schon einiges zum Thema Prävention gesagt, aber welchen Stellenwert, denken Sie, hat Prävention und welche Bildungsangebote vor allem gibt es zum Thema Prävention von Kindern und Jugendlichen? Also es gibt einige, ich weiß auch, dass auf Landesebene die eine oder andere Medienanstalt oder in einem oder anderen Bundesland das eine oder andere gibt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin ja jetzt seit ungefähr 6-7 Monaten Ministerin und bin ja vorher aber auch schon länger Mutter und dann habe ich auch immer sozusagen privat gesagt, hey, ich finde, das kommt nicht bei den Leuten an. Ich finde, ich sehe die Angebote nicht und wenn ich andere Eltern immer mal gefragt habe, wie sieht es denn aus, wie macht ihr das? Ne, die Lebenswirklichkeit ist ja tatsächlich eine andere. Die Lebenswirklichkeit gerade nach 2 Jahren Corona ist ja, dass die Mediennutzungszeit von Kindern und Jugendlichen deutlich zugenommen hat
Und wir alle, die wir da auch immer versucht haben zu handeln mit Homeschooling und Homeoffice und so weiter, ne, wir wissen, wie viel Zeit dann eben natürlich auch Kinder und Jugendliche einfach am Gerät verbracht haben. Und wir haben nicht jeweils geguckt und uns jeweils nochmal pädagogisch ausgetauscht mit den Kindern, was sie da alles gesehen haben, gemacht haben und so weiter. Ist ja fast unmöglich, oder? Die haben ja, also ich weiß, dass ich mein Telefon wahrscheinlich als Ministerin auch fast ständig in der Hand hat. Und bei Kindern und Jugendlichen, die das als Vorbild haben, ist es ja wahrscheinlich ähnlich. Genau, so. Und deswegen, ne, bin ich so froh, dass jetzt eben diese Behörde zumindest die Kompetenzen hat und lasse mich informieren, inwieweit diese Kompetenzen auch genutzt werden. Und ich finde eben Voreinstellungen wichtig, ich finde eben Anbieter in die Pflicht nehmen wichtig. So, und ich finde aber eben auch wichtig bei der Prävention, dass die Präventionsangebote, die es gibt, auch tatsächlich noch breiter ausgerollt werden und tatsächlich auch den Eltern bekannt gemacht werden. So. Und dann am besten da, wo sie auch sind. Also zum Beispiel in der Kita, in der Schule. Und das auch nicht nur vielleicht mit einer Broschüre, sondern vielleicht müsste sich man auch noch andere Formate überlegt, wie tatsächlich solche Informationen auch an die Eltern kommen. So. Und dann würde ich mich natürlich freuen, dass wir auch Rückmeldungen bekommen zu den Angeboten, die wir machen. So, also es gibt zum Beispiel die Broschüre Schau hin. So, die soll eben, kann man auch im Netz abrufen, die soll Eltern nochmal Hilfestellung geben, ne, wie sie mit ihren Kindern die Nutzung von digitalen Geräten dann, ne, was da wichtig ist, was sie zusammen machen sollen. Genau, ne, wäre schön, ne, wenn Menschen das hier jetzt sehen und sich diese Broschüre mal anschauen, wenn sie uns nochmal Tipps geben könnten, ob die noch Azure ist, ja, oder ob die total veraltet ist, ob man sie anders machen muss, ob sie nicht barrierefrei genug ist, ne, ob die Dinge eigentlich verständlich sind. Ich glaube, sowas ist wichtig. So, wir nehmen mit, auf die Seite des Familienministeriums zu gehen und die Broschüre runterzuladen und Feedback zu geben. Das, genau, ist das eine wirklich schöne Handlungsaufforderung. Ja, bitte. Und es gibt auch noch Jugend Support. Das ist auch eine geförderte Rat- und Hilfeplattform für Jugendliche. So, die richtet sich an die, die eben sexuelle Belästigung erfahren. Auch da wäre eben die Frage, ne, ist die Plattform gut? Was können wir da noch besser machen? So. Es gibt auch noch ein Modellprojekt und du. Das ist jetzt nicht direkt nur digital, sondern das ist tatsächlich, das sind Workshops von In Danger e.V. Da wird eben, die richtet sich an Jugendliche und Eltern, Fachkräfte, zum Thema sexuelle Gewalt. Und da geht es eben darum, Leute sozusagen auch fit zu machen, auch Pädagogen fit zu machen, wenn sie eben sowas erleben und dazu auch Workshops anzubieten. Wenn zum Beispiel, also ein Thema ist ja tatsächlich eben auch Cybergrooming, Annäherung im Netz an junge Mädchen und Jungen. Ja? Und da gibt es ja dann auch durchaus verschiedene Standardverfahren, ne, die man dann so kennt, aber wenn Kinder und Jugendliche davor und vorher nicht gehört haben, dann rutscht man eben trotzdem rein. So, und ne, sowas einfach breiter bekannt zu machen, vielleicht in welchen Projektwochen von Schulen automatisch, das wäre vielleicht ganz gut. Also es gibt hier so ein Angebot, die Loverboy-Methode, ne, als eine Geschichte oder andere, dass es einfach Standardwissen ist für Kinder und Jugendliche, damit sie eben dann auch sich standardmäßig dagegen wehren können. Ja. Um das Thema Loverboy, falls wer den Ausdruck noch nicht gekannt hat, wenn man es bei YouTube eingibt, gibt es einige schöne Reportagen von den Öffentlich-Rechtlichen, die genau dazu auch aufklären. Ich finde, das ist auch immer eine schöne Aufgabe von Ihnen. Wir haben noch ganz wenig Zeit. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die auch sehr wichtig ist, das auch in Ihre Arbeitsaufgabe fällt und wo ich weiß, dass Sie auch selbst sehr engagiert sind. Im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch spielt das Thema Menschenhandel ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie haben vorher selbst angesprochen, dass Europa leider im Gebiet der Ausbeutung von Menschen im Internet eine Handelsplattform, also ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt wurde. Daher möchte ich Sie fragen, was die Bundesregierung derzeit unternimmt, um dem Menschenhandel zu begegnen, vor allem dem Menschenhandel im Netz. Wir haben da jetzt eine neue Stelle geschaffen, die tatsächlich alle Berichte nochmal sammelt. Und da ist auch jede, ne, die da Informationen hat, aufgerufen, sich an diese Stelle zu wenden. Also wir systematisieren jetzt nochmal das, was uns bekannt wird an Menschenhandel. Es gibt natürlich die klassische Kriminalitätsstatistik, aber, ne, es gibt ja noch Dinge sozusagen dazwischen. Und deswegen haben wir jetzt diese
diese Berichtssammelstelle sozusagen geschaffen. Die gibt es übrigens für das Thema Menschenhandel und es gibt noch eine extra, die sammelt das ganze Thema sexualisierte Gewalt gegen Geschlechter, ne? Vor allen Dingen Frauen, aber ja eben nicht nur. Die sammelt da eben auch, damit wir da noch einen besseren Überblick bekommen, nicht nur über die Zahlen, ne, sondern auch über die Umstände, einfach wichtige Informationen darüber. So, das andere ist, dass wir tatsächlich auf Bundesebene jetzt nochmal stärker da auch schauen und koordinieren. Und das dritte ist, dass wir weiter ausrollen, das, was es schon gibt, die KOK e.V., die sind einfach sehr gut darin, Sicherheitskräfte auch zu beraten, zu schulen und zu informieren. Also beispielsweise wissen wir, dass aus der Ukraine eben insbesondere Frauen mit Kindern gekommen sind. Die waren an den Bahnhöfen und dann war dann schon relativ schnell auch Thema, ne, wie ist das denn? Wer treibt sich da noch an den Bahnhöfen rum? Ne, wer versucht da, ne, welche Frauen anzusprechen, etc. etc. So, und da eben auch die Bahnhöfe, die Umgebung eben so zu machen, dass das eben nicht möglich ist, die Polizisten zu sensibilisieren, worauf sie achten müssen, ne, damit eben so etwas nicht passiert. Solche Dinge sind passiert und sie waren tatsächlich sehr erfolgreich. Da hatten wir große Befürchtungen, aber die haben sich tatsächlich so nicht bewahrheitet. Das ist schön zu hören, dass auch mal was erfolgreich ist in dem Bereich, weil im Bereich Menschenrechte ist ja die Umsetzung teilweise sehr, sehr schwierig. Das war ein fantastischer Einstieg in unsere Diskussion. Unsere Expertinnen gehen gleich nochmal ganz in die Tiefe und schauen sich auch die Arbeit im Speziellen im Kontext des Datenschutzes an. Von meiner Seite, weil das Thema Hass im Netz gegen Frauen auch kurz gefallen ist, ich muss immer meine Filmtipps abliefern. Auch dazu bis 31. Oktober ist noch der fantastische Film Backlash, Misogyny in a Digital Age, online verfügbar. Unbedingt anschauen, ein ganz wichtiger Film zum Thema Hass im Netz und wie er in die Realität auch manchmal überschwappen kann. Ich sage vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten, hier zu sein und für die spannenden Informationen rund um die Bemühungen der Bundesregierung, hier mehr Angebote zu schaffen, und übergebe die Bühne an Linda Vierecke und Daniel Moosbrück. Und online wird uns gleich Niki Holmes begrüßen, aber Sie kriegen noch mal eine Einleitung dazu. Vielen Dank und von meiner Seite einen schönen Abend. Herzlich willkommen beim Human Rights Film Festival Berlin 2022, live aus der Villa Elisabeth. Talking Humanity, Kinder im Netz. Missbrauch bekämpfen, ohne Persönlichkeitsrechte zu verletzen? Es diskutieren Niki Holmes. Sie arbeitet für die australische Organisation Childwise und ist Expertin für die Themen Kinderschutz im Internet. Daniel Moosbrucker. Der Journalist hat zu Kinderpornografie im Netz recherchiert. Darüber hinaus arbeitet er zu den Themen Überwachung, Datenschutz und Internetregulierung. Ihre Gastgeberin des heutigen Abends ist die Journalistin Linda Vierecke. Ja, schönen guten Abend auch von mir, hier vor allem den Zuschauenden hier bei uns in der Villa Elisabeth und bei Alex TV. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich vor allem über unsere Gäste. Daniel Moosbrucker hier bei uns, Journalist für die Themen Überwachung, Datenschutz und Internetregulierung, und Niki Holmes, wie gesagt, wurden ja schon kurz vorgestellt.
Ja, kein einfaches Thema, wo man schon alleine, sage ich jetzt mal, um den richtigen Begriff zu finden, ein bisschen überlegen muss. Also wir haben so ein bisschen im Vorgespräch gerade dazu geredet, Herr Moosbrugger. Sie haben selbst viel recherchiert in Foren. Es geht um Missbrauch an Kindern. Das muss man ganz klar sagen. Was ist das Wording, das Sie benutzen in Ihren Recherchen, die Sie getan haben? Und wie sind Sie auch dahin gekommen? Weil das war auch ein Weg, ne? Definitiv. Also ich habe das Privileg, in Anführungsstrichen, es ist nicht immer schön, aber ich habe das Privileg, als einer der wenigen in diesen Foren sein zu dürfen oder zu müssen, wie man auch drauf schaut. Und mir ist immer mehr klar geworden, dass allein der Begriff Kinderpornografie, Child Pornography im Englischen, daher kommt er ursprünglich, dass das letztlich Tätersprech ist. Ja, also Täter schauen sich ein Porno an. Ja, für die ist das so. Für die Opfer sind es die schlimmsten Momente ihres Lebens gewesen. Und ich habe in meiner Arbeit dann auch zunehmend Opfer getroffen und immer mal wieder auch wirklich mitbekommen, wie wichtig allein Begriffsarbeit ist. Dass man dort also versucht, wirklich die Begriffe richtig zu wählen. Und ich glaube, es ist ja generell in unserer Gesellschaft für die letzten, also für mich persönlich, keine Ahnung, die letzten 5 Jahre oder so, so ein Prozess in Gang getreten, dass wir viel stärker als, glaube ich, früher zu überlegen, wie bezeichnen wir eigentlich manche Dinge. Und ich habe mir und wir haben uns im Team angewöhnt, einfach zu versuchen, den Begriff Kinderpornografie zu vermeiden. Er steckt so tief drin, dass er immer manchmal fällt. Ich versuche darüber zu sprechen. Es ist Kindesmissbrauch. Es sind Fotos und Videos, die Kindesmissbrauch dokumentieren. Es ist sexualisierte Gewalt an Kindern. Etwas anderes ist noch der Begriff Pädophilie. Auch damit setzen wir uns als Gesellschaft letztlich zu wenig im Detail, glaube ich, auseinander. Ich habe dann wiederum auch von Pädophilen gehört, hey, ja, ich bin pädophil, aber ich gehöre zu denen, zu der ganz großen Mehrheit, die das im Griff haben, die in Therapie sind, die niemals Kinder anfassen würden. Weil 95%, sagten Sie, ne? Ja. Genau, also man weiß es natürlich nicht so ganz genau, weil man nicht mal weiß, wie viele Menschen mit pädophilen Neigungen gibt es erstmal, aber das ist so eine Kennzahl, sodass auch da man vielleicht unterscheiden könnte zwischen pädophil und pädokriminell, das heißt diejenigen, die dann wirklich das Ausloten. Ich glaube, man sollte da keinen Vorwurf jemandem machen, der einfach jetzt Kinderpornografie sagt. Aber gerade bei dem Thema muss man sehr stark drüber nachdenken, wie kommt das an bei den Betroffenen. Mhm. Nikki Holmes ist uns aus Australien zugeschaltet von Childwise, einer Organisation von Unterorganisation, Mitorganisation von Save the Children. Ist das auch eine Debatte, die bei Ihnen sozusagen genauso im Gange ist? Also wie gehen wir auch mit den Opfern um? Also wie nehmen wir das Thema wahr und nähern uns dem aus der Opferperspektive? Absolutely. So we would very much steer away from using the term child pornography. It almost makes it seem like it's a subset of pornography, adult pornography, which is consensual at times. Sometimes we know it's not. But we would use terms such as child sex abuse material, child sexual exploitation material. And sometimes victims don't want to be called victims. They want to be called survivors. Some of them do wish to be termed as victims because they very much feel that. So it's asking the question of those people involved. But definitely we would, in Australia, we're definitely veering very much away from child pornography. It's not a term that we use. Inspiration für diesen Talk haben wir aus einem Film bekommen, der hier auf dem Festival läuft, auf dem Human Rights Festival. The Children on the Net, der kommt aus Australien, also spielt vor allem in Australien. Und gut, als jemand, der Filme guckt und Filme macht, muss ich sagen, wir haben immer wieder diese Problematik, auch da, wir wollen natürlich nichts zeigen, was man auch gar nicht zeigen darf und zeigen sollte. Ne? Trotzdem wollen wir uns diesem Thema nähern. Und ich finde, das hat dieser Film geschafft auf eine ganz spannende Weise, indem er einem ja eigentlich den Ermittlern folgt. Und wir können uns mal den Trailer angucken. Liebe Regie, jetzt wäre der Zeitpunkt. So, any requests at all for me to do anything?
Okay, is it private now? Anyway, someone liked it. Thank you for the like, whoever liked it. People cannot grasp what is going on. The case of Girl One. We're watching a little girl grow up. It's really horrific, yes. The abuser certainly seemed to want to shock. These videos being distributed across the world. It's just a wave that hits you every single day that you come in. At Tarsus Argos, we are that thin blue line. They're going to help regardless of where they're at in the world. We uncovered a criminal enterprise, a hierarchical structure focused on the sexual exploitation of children. There was a car. The bedspread. Crime scene. Where are the gaps? The clock is ticking. He saved a little girl. Opened a Pandora's box. This was a case into a sea of other cases. The sheer amount of content has soared. And all it did was take us to another haystack full of needles. It's brutal. With arrests in Asia, New Zealand. There's things that will never leave you, ever. We just can't leave them. Any weapon, any tool that is available, I'm gonna use it. This is a village issue, a global village issue. When somebody asks you to bring your skills to the table because children are being abused, there is no such thing as no. Not my world. Kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass das ganz schön harter Tobak ist. Zu dem Thema, zu dem wir reden. Herr Moosbrugger, Sie haben selber in diesen Foren recherchiert. Und das beschreiben auch ganz viele die Leute da drin. Einfach ist das nicht. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie so eine Recherche machen? Wie sieht das konkret aus? Einfach ist das nicht, das stimmt. Wir hatten ziemlich viel Zeit, uns darauf vorzubereiten, weil bevor man sich da reinbegibt, klärt man natürlich viele Fragen ab. Erstmal natürlich mit sich selber ethisch. Will man das? Macht man das? Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, ich wäre dazu bereit. Vielleicht zum Hintergrund, ich kümmere mich schon lange um Darknet-Themen und dieser Bereich, aber sozusagen Kindesmissbrauch, war immer eine rote Linie. Ist auch eine rote Linie übrigens, die durchs Darknet geht. Das heißt, wir kennen natürlich die Schreckensgeschichten. Man kann da Waffen kaufen, man kann da Drogen kaufen und so weiter. Man kriegt da irgendwie alles. Das stimmt auch. Manches ist ein bisschen übertrieben, aber im Wesentlichen stimmt das. Das Interessante ist aber, es gibt die großen Marktplätze, Handelsmarktplätze, da gibt es alles, aber Kindesmissbrauchsmaterial, nein. So, also das, so, ja, das ist sozusagen nochmal so kriminellen Ethos, so. Man kriegt da alles auf der Plattform, aber Kindesmissbrauch, das ist auch da quasi weg. Also die Leute dort, die dort handeln, die schirmen sich davon total ab. Genau, das ist genau. Also eine andere Kaste quasi. Genau, das ist wirklich, das ist eine komplett geschlossene Community, deswegen hatte ich damit nie Kontakt in meiner normalen anderen Arbeit im Darknet. Und irgendwann haben wir gesagt, aber das ist so ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Und offen gesagt hat es mich immer genervt, dass wir nur von Informationen abhängig sind, die uns Behörden geben. Das war einfach so ein Reflex bei mir als Journalist, wo ich dachte, so, das fühlt sich nicht richtig an. Weil wenn wir als Gesellschaft nur von Strafverfolgungsbehörden abhängig sind in unserer Information, da fehlt mir irgendwie was. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es und haben rechtlich das eben geprüft. Und deswegen sage ich das jetzt alles, weil natürlich klar ist, dass wir auch nicht alles können rechtlich, was wir technisch können. Also, dass wir nicht alles dürfen, was wir technisch können. Das heißt, wir haben ganz konkret uns Tools gebaut, die uns immer nur das anzeigen, was wir wirklich sehen müssen. Mhm. Ja, um Ihnen ein Beispiel zu geben, wenn es mir darum geht, die Dimension eines Forums darstellen zu können, dann muss ich mir deswegen keine Bilder angucken. Dann reicht es, wenn ich Dateinamen zähle und so weiter und so fort. Und wir haben sicherlich, meine Kollegen und ich, die das machen, wir haben sicherlich so ein bisschen vielleicht überdurchschnittliches Technikwissen, will ich es mal sagen. Das heißt, wir können so ein bisschen basteln, machen das letztlich auch gerne und schützen uns sozusagen selber davor. Genau, das heißt, aber ja, es ist nicht einfach. Und letzter Punkt, gleichzeitig gewöhnt man sich an vieles, muss man natürlich auch sagen. So, ne? Also die ersten Male waren schlimm,
waren krass, weil es wirklich eine Welt ist, die man sich gar nicht vorstellen kann. Was mich total rausgerissen hat, war der ganze Bereich Säuglinge. Ja, Missbrauch an Säuglingen. Missbrauch an Säuglingen, weil ich habe natürlich auch versucht, okay, mir einzureden, du siehst ganz viele schlimme Dinge. Aber ich habe im Nachhinein, muss ich sagen, mein Gehirn war nicht in der Lage zu denken, dass man ja auch mit Säuglingen Missbrauch machen könnte. Das heißt, als ich das gesehen habe, dass das passiert, dann war ich war wirklich, glaube ich, eine Stunde nicht ansprechbar. Aber ich dachte, das hat mich völlig rausgeworfen. So. Und heutzutage, wenn ich sehe, okay, es geht hier in dem Forum um Säuglinge, dann ist das immer noch schlimm. Aber es haut mich nicht mehr raus, weil ich einfach mittlerweile weiß, ja, auch das passiert. Aber man hat immer wieder natürlich die Momente, wo man merkt, Alter, was ist hier los? Also wie kann das sein? Das heißt aber, Sie lassen sich quasi die Files als Files anzeigen. Da steht dann vielleicht der Inhalt der Files, aber nicht das Bild. Also um das ein bisschen plastisch zu machen, um zu verstehen, weil man muss ja irgendwie wissen, worum geht es eigentlich. Genau, im Wesentlichen machen wir auch vor allen Dingen datenjournalistische Recherchen, also wirklich, wo wir in die Masse gehen, wir werden da sicherlich wahrscheinlich noch drauf kommen, was wir im Kern machen mit Löschen von Fotos. Genau, sodass wir sozusagen nur den Quelltext sehen oder nur eine Website, wo die Bilder extra ausgeblendet sind. Genau, das ist auf einer anderen Ebene auch etwas, was Ermittlungsbehörden meines Wissens zunehmend machen. Die müssen ja sichten, aber auch die versuchen sich natürlich zunehmend davon zu entlasten, sodass man zum Beispiel nur noch Bilder sieht, die man noch nie gesehen hat, während eine künstliche Intelligenz alles schon mal wegfiltert, was schon klassifiziert wurde, sodass das menschliche Gehirn möglichst wenig damit belastet wird. Genau, Sie sagten es, wir kommen auch gleich dazu. Sie haben sehr viele Daten im Darknet gelöscht. Ich glaube, sehr viele Opfer, wenn man es jetzt so nennen darf. Betroffene werden Ihnen dafür dankbar sein. Wir kommen auch gleich danach. Aber ich möchte mal kurz irgendwie auf den Vergleich kommen und Nicole Holmes noch mal reinholen. Eine Sache, die mir aus dem Film, oder ein Statement, was mir geblieben ist, was die Ermittler halt auch gesagt haben, ist, to fight the network, you have to become the network. Das ist so ein Slogan. Sie sagen jetzt auch, also Sie sagen quasi, bei uns gibt es da andere Regeln als in Australien. Australien ist dafür bekannt, dass es in der Ermittlung mehr Spielraum gibt für die Ermittler. Vielleicht, Frau Holmes, vielleicht können Sie uns das ein bisschen erläutern. Ich weiß, Sie sind keine Juristin, aber Sie kennen auch einige der Ermittler aus dem Film. Gerne das Wort an Sie. Absolutely. So, I think Australia very much takes the view that collaboration is key and we have to keep pace. And certainly we know that there's a balance between being, you know, vigilante and that sort of thing. But I mean, those police officers are working well within Australian laws. So they're not doing anything outside of the law, but we know that the laws are different around the world. So to some people, that some of those techniques and methods might be a little bit controversial, in that they assume the identity of offenders in order to try and trace and find the children. So they very much view that what they're doing is within the law, but it's also justified, in that they are, you know, the ends justify the means, and that they're, as you heard there, you know, the answer, you can't say no when you're looking for the safety of children. Mm-hmm. Wünschen Sie sich mehr Möglichkeiten im Darknet zu recherchieren? Ich als Journalist? Ich wünsche mir vor allen Dingen Rechtssicherheit. Guter Punkt. Wir stehen tatsächlich vor der Frage, wenn man es mal ganz plakativ sagt, dass wir gar nicht wissen, ob wir überhaupt das dürfen, was wir tun. Wir glauben ja. Der NDR in dem Fall und der Spiegel, für die ich im Wesentlichen arbeite, wir haben die Rechtslage geprüft und beide sind zu der Auffassung gekommen, ich würde es mal so sagen, das, was wir tun, kann man ableiten, dass das gerechtfertigt ist aus der aktuellen Rechtslage. Sicher weiß man das aber ehrlicherweise nicht, denn es geht hier um das Strafgesetzbuch und natürlich aus einem sehr, sehr guten Grund ist es quasi unmöglich gemacht für Nicht-Ermittler, dass man sich solche Seiten anschaut. Denn du willst natürlich in der Polizeidirektion keine Ausreden hören, warum jetzt aus Versehen sich jemand verirrt hat auf so eine Seite. Dann sagst du halt, nee, du warst in diesem Forum, da hast du nichts zu suchen, du kriegst jetzt eine Strafe. Und natürlich hat man sich, als die Gesetze gemacht wurden, keinerlei Gedanken darüber gemacht, dass Journalisten da auch mal recherchieren können sollten. Wir
zäumen das Pferd so ein bisschen von hinten aus. Wir sagen, naja, in einer freien Gesellschaft muss es möglich sein, dass der Journalismus auch solche Themen beleuchtet. Was völlig klar ist für uns, ist, dass wir kein Material teilen dürfen. Das würden wir ethisch nicht wollen, das machen wir auch nicht. Es wäre letztlich allein ehrlicherweise nett zu wissen, ob wir das dürfen, was wir tun, denn ich kann da nicht zu viel drüber sagen, weil das alles aktuell läuft, aber ich will es nur mal andeuten. Natürlich wissen auch Pädokriminelle, dass wir eine unsichere Rechtslage haben, und natürlich wissen auch Pädokriminelle, dass man darauf hinwirken könnte, dass wir strafverfolgt werden. So. Und das wäre schön, wenn das, wenn ihnen diese Möglichkeit genommen wird. Ich würde sagen, die meisten würden denken, ihnen könnte sowas wie ja, Fotos von den eigenen Kindern gelangen ins Netz und werden dort auf solchen Foren geteilt, nicht passieren, weil sie davon ganz weit weg sind. Aber damit möchte ich jetzt mal brechen. Eine Sache, die ich jetzt bei der Recherche gelernt habe, dort tauchen auch ganz normale Fotos auf. Das ist was, also ganz normale Fotos, die vielleicht unbedarft eine Mutter bei Facebook, bei Instagram teilt, wo das Kind auch nicht in einer Situation zu sehen ist, wo es irgendwie nur sexuell anrüchig dargestellt wird, sondern ganz normal. Erklären Sie uns da, warum das und wie? Und dann kommen wir zu dem Punkt, wie wir uns vielleicht auch davor schützen können als Gesellschaft. Das war unsere erste Recherche, weil man das immer wieder hört natürlich, dass man sollte das nicht tun und das ist gefährlich und die Kinder haben Persönlichkeitsrechte. Und wir haben uns in einer unserer ersten Recherchen gefragt, wie groß ist eigentlich dieses Problem? Ne? Geht es hier darum, dass wenn, weiß ich nicht, der bekannte Tennisstar irgendwie seinen Sohn fotografiert, dass das irgendwie abfließt? Oder ist es jedes Bild irgendwie von Kindern, was wer sucht danach, wo wird danach gesucht, wo landet das? Und was wir gemacht haben, ist, wir haben quasi so ein bisschen Follow the Picture gespielt. Wir haben dann in den Foren geschaut, okay, was gibt es hier? Und dort kann man sich das relativ einfach vorstellen. Es gibt da im Wesentlichen immer drei Kategorien. Es gibt da den Teil, das nennt sich non-nude, das heißt einfach nicht nackt. Die Definition in den Foren ist, dass sozusagen die Geschlechtsmerkmale nicht sehbar sind. Dann gibt es den Bereich Softcore. Das ist etwas, wo die Kinder komplett nackt sind, aber kein Missbrauch stattfindet, also keinerlei von Penetration oder so. Und dann gibt es den Bereich Hardcore, wo dann eben sozusagen wirklicher Missbrauch, also Penetration oder eben die Kinder müssen irgendwas machen an den Tätern. Und wir haben uns in einer dieser Recherchen wirklich um diesen Bereich Non-Nude gekümmert. Und das war wirklich krass, weil, wie Sie gesagt haben, da geht es wirklich um eigentlich normale Bilder, Familienfotos, auch Klassenfotos von Schulen. Ja? Also irgendwie so ein typisches Klassenbild, irgendwie drei Reihen von Kindern, 30 Kinder auf einem Bild, die werden gesucht von den Pädokriminellen, werden dort hochgeladen, zum Beispiel nur um einen Eindruck zu geben, ja, warum macht man das? Das ist sozusagen Spielmaterial, diese Klassenfotos, da wird dann geratet, okay, was glaubt man, welche der Kinder könnte am besten Oralverkehr machen, welches könnte am besten andere Dinge tun, welches wird in 5 Jahren die größten Brüste haben und so weiter und so fort. Und dann kann man da sozusagen draufklicken und so weiter und so fort. Manche nehmen das dann wiederum als Motivation zu sagen, ah cool, wir haben das hier es gibt offenbar ein Mädchen, was hier, weiß ich nicht, wo man glaubt, sie wird die größten Brüste haben. Wie heißt eigentlich dieses Mädchen? Ja, das ist dann so der nächste Schritt. Wie heißt eigentlich dieses Mädchen? Finden wir mehr über das Mädchen heraus? Und das Krasse ist, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also das, was mir immer so im Kopf bleibt, war, es gibt einen Blog im Darknet, das wird betrieben von einem und der steht auf Kinder in Daunenjacken. Und der sucht das ganze Netz ab nach Kindern in Daunenjacken. Das sind angezogene Kinder, meistens in Winterkleidung. Und das ist auch, glaube ich, nicht sexuell anrüchig, aber das ist halt sein Fetisch. So. Und deswegen sucht der Social-Media-Profile ab von Kindern in Daunenjacken. Und letzter Punkt, wir haben dann eben versucht, das zu quantifizieren und haben da herausgefunden, dass allein von den Fotos, die wir dort finden, können wir technisch mit absoluter Sicherheit sagen, dass ungefähr ein Viertel von Facebook stammt und Instagram, was ja ein Konzern ist sozusagen, die Dunkelziffer ist um ein weites höher. Erschreckend war, wie viele Spuren auf WhatsApp hinweisen.
Man denkt vielleicht so, ist Peer-to-Peer-Kommunikation, wir kennen die Leute, aber das Gegenteil ist der Fall. Sexueller Missbrauch an Kindern passiert immer im Nahfeld, also sozusagen dort, wo man Zugriff hat auf Kinder. Und das gilt auch letztlich für die Online-Welt. Ja? Also das größte Risiko lauert wirklich im nahen Umfeld, auch wenn man sich das kaum vorstellen kann, dass vielleicht im eigenen Bekanntenkreis dort Leute sind. Genau dort lauern leider die Gefahren. Nikki Holmes, guter Punkt, Sie noch mal ins Gespräch zu bringen. Sollte man das Teilen von Fotos von minderjährigen Kindern per se in den Riegel vorschieben? Es klingt jetzt fast so, wenn ich es hochlade, verliere ich die Kontrolle. Es kann überall auftauchen, weil halt eben auch die Plattform Instagram, Facebook da keinen Riegel vorschieben. Also es gibt keinen generellen Schutz für diese Bilder. Kann man das sagen? Absolutely, and some parents take the view that they will not put any pictures online of their children because they know that this does happen. I mean, it's a personal view. Some people would prefer to not put their pictures up on things like Facebook or Instagram, but will share pictures on private messaging between their family rather than putting it on the public forum. But I think Daniel makes a really good point in that some of the really harmful content now is no longer in those hidden corners of the dark web. It's on mainstream platforms that you, I, and our children go on every single day. So, things like live streaming, that sort of technology advancement means that this sort of thing is happening more and more, and it's happening, it's sort of hidden within plain view. Sie arbeiten in dem Bereich digitaler Schutz, also der Schutz in der digitalen Welt auch für Kinder. Wie können wir, vorhin war die Rede von Prävention auch bei der Ministerin, also was können wir tun, um unsere Kinder dort zu schützen in diesen Räumen, die ja spannend sind, auch für Elfjährige, auch für Zehnjährige oder noch jüngere Kinder? Absolutely. And it's really impossible for us to keep pace because, legislation only moves so fast, law enforcement can only move so fast. And as Daniel says, criminals and offenders will move even faster. So we have to try and keep pace. And I think that to bring it out as this film does, to bring it out of the darkness and into it's uncomfortable. But if we can have those conversations between parents and their children, between education within schools, I think it has to be a multifaceted approach to this. We can have disruption by the police. We can have preventative education to children and young people. There's upskilling of professionals to be alive to the abuse, the indicators of abuse. So we have to share information. We have to share worries, concerns. That's the only way we're going to tackle it is all together. It's a whole of community problem. And so it needs a whole of community solution. Wie gehen Sie das Thema bei Childwise in Australien an in Ihrer Arbeit, wenn Sie ein bisschen aus der Praxis erzählen können? Absolutely. So we work more with organizations to ensure that they're really child safe focused. So we work to change cultures within organizations, and that includes some of the social media platforms. We work with them to ensure that the culture is very much a child safe culture. That could involve training all staff, not just the moderators, not just those people who come into contact with this type of abuse, but the whole of the organization. So it's very much a cultural thing. We work with organizations on recruitment because we know that places like schools, sporting associations, they do attract offenders, would-be offenders. So if we can put really clear, robust policies around recruitment in to make sure that we try to screen out offenders as best as possible. So it's all about that sort of cultural change. Yeah. Bestimmt auch nicht einfach, weil man ein kultureller Wandel ja auch immer heißt, da muss man erstmal über ein Thema reden, was vielleicht noch nicht in der Organisation ist, und das ist erstmal ungemütlich. Oder gehen da alle sehr offen mit um? Definitely, it is uncomfortable, and as I said, we've worked with some of the large social media platforms, and
the leaders in those platform, the leaders of those organizations, it's almost like they don't want to look at it as a problem, and they leave that to their sort of child protection team or the team that is focused on that. But they absolutely have to be alive to the problem, and they have to take accountability from the very top, and make sure that it's absolutely in the culture of the organization as a whole, not just that team to deal with. It's uncomfortable. Wir haben eben schon, Herr Moosbrugger, über Ihre zwei Recherchen gesprochen. Die eine halt, wo man wirklich sagen kann, normale Alltagsfoto landen quasi auf diesen Plattformen, für die Pädokriminelle nutzen. Die andere hat noch ein bisschen mehr Wellen geschlagen, würde ich fast sagen, und kann vielleicht auch was in der Politik ändern. Wir hätten heute Abend gerne auch mit jemandem vom Landeskriminalamt oder Bundeskriminalamt gesprochen, also die Ermittler in der Sache. Leider gab es da eine Absage, aber wir schauen mal in Ihren Film rein und schauen mal, was die Recherche war, und dann reden wir drüber. Das hier ist wirklich wow, krass. Das ist das größte Forum der Welt, in dem Aufnahmen von Kindesmissbrauch getauscht werden. Und wir haben es fast lahmgelegt, indem wir dort über 13 Terabyte Fotos und Videos gelöscht haben. Viele Stunden, teils schlimmste sexuelle Gewalt gegen Kinder, einfach weg. Es ist total einfach. Deshalb fragen wir uns, Alter, warum macht das kein anderer? Tja, kurze Frage, warum macht das denn keiner? Also ganz kurz nochmal, Sie haben Aufnahmen im Darknet gelöscht. Oder eigentlich nicht im Darknet, sondern im Clearnet eigentlich. Ne? Genau, das ist ja auch noch eine spannende Unterscheidung. Das ist der Link, den man verstehen muss, um die ganze Story zu verstehen. Und ich habe eben gesagt, wie kommt man eigentlich darauf, dass man sozusagen guten Mutes in diese Foren absteigt, sozusagen in den Ekel der Welt. Und hatte dieses Gefühl beschrieben, dass mir das irgendwie unwohl war, immer nur von Behörden zu hören, wie es da abläuft. Und ich wusste das nicht, dass das möglich wäre, aber sozusagen... Das, was möglich ist? Also dieses Löschen. Das Löschen. Dieses Löschen. Okay. Und wenn man vorher, also vor dieser Recherche, oder wenn ich vor dieser Recherche gehört habe, ja, das ist halt im Darknet, dann wusste ich sozusagen als technisch einigermaßen informierter Mensch, ja, okay, im Darknet kann man auch nichts löschen. Und das stimmt auch. Also so gesehen, wenn die Fotos im Darknet liegen, dann kann man die letztlich nicht löschen. Das Darknet ist für gute Zwecke entwickelt, für Menschen, die es brauchen, die Zensur umgehen wollen. Deswegen sind diese Systeme zu 100% zensurresistent gebaut, und die Pädokriminellen nutzen das aus. Der Punkt ist nur, die Fotos liegen aber gar nicht im Darknet, die sind da nur verlinkt. Ja, wir alle kennen diese Situation. Ich will jemandem eine E-Mail schicken, aber der Anhang ist zu groß. Ja, ist irgendwie ein Video. Also sind irgendwie 300 MB, geht nicht in eine E-Mail, also lade ich das bei WeTransfer hoch oder lege das in meine Dropbox oder was auch immer. So, ja, ich lade das aus und teile nur den Link. Die Pädokriminellen haben genau das gleiche Problem. Diese Darknet-Foren würden überladen werden. Das ist zu viel Inhalt für diese letztlich sehr technisch einfach gebauten Foren. Die würden nicht funktionieren. Also was machen die? Die laden diese Inhalte irgendwo hoch, bei irgendeinen sogenannten Hostern, und verlinken dann nur, hey, dieses Video findet ihr, wenn ihr auf diesen Link klickt. Aber dieser Link liegt im Clearweb, und da gibt es halt einen Hoster, dem man das einfach melden kann. Und was wir gemacht haben ist, es klang ja gerade an in dem Trailer, wir haben halt diese Foren gecrawlt, wie man sagt. Das heißt, wir haben die automatisch abgesucht, haben die Links uns genommen und haben gesagt, hey, Hoster, das sind Links, die haben wir aus so einem Forum hier. Das verstößt gegen deine AGB. Wenn du möchtest, hier ist das Passwort, du kannst nachsehen. Also ganz normale E-Mails geschrieben, muss man sagen. Ganz normale E-Mails geschrieben, ja. Waren relativ lang. Kleine Side-Story, bei einem Hoster hat unsere E-Mail erst nicht bekommen, weil die E-Mail zu lang war für sein E-Mail-System. Die war irgendwie 4000 Zeilen lang, weil wir ihm irgendwie, ich glaube, ihm haben wir 13.000 Links oder so geschickt. Also insgesamt haben wir 80.000 Links geschickt, haben damals diese 13,5 Terabyte aus dem Netz genommen. Das sind 13.000 Gigabyte. Wir haben versucht, wie kann man das den Menschen verständlich machen? Wie viel sind 13,5 Terabyte? Das ist so viel, wie wenn wir hier auf so einem HD-Fernseher ein Jahr lang, also 365 Tage, 24/7 uns
ein Video angucken in HD-Qualität, wo ein Kind missbraucht wird. So viele Inhalte haben wir aus dem Netz genommen, und zwar binnen einer Woche. Und damit war dieses Forum eben lahmgelegt. Und das war sehr überraschend, dass es geht, und sehr traurig, dass wir es machen mussten und niemand anders. Warum macht das keiner? Damit haben Sie sich ja auch beschäftigt. Damit haben wir uns beschäftigt. Ja. Und mittlerweile ist die Recherche 10 Monate alt. Und wir haben es mittlerweile schwarz auf weiß. Also zumindest die deutschen Behörden machen es auch weiterhin nicht. Da erzähle ich jetzt keine Breaking News. Sie haben es gesagt, sie setzen andere Prioritäten. Und sie verkaufen das letztlich als ein Entweder-Oder. Die sagen, ja, ihr habt das gelöscht, das ist nett, aber wir haben hier unsere Kriminalbeamten, wir wollen die Täter finden, wir wollen die Opfer retten und die Betroffenen schützen. Und die Sache der Bilderlöschung fällt hinten runter. Und dort wird wieder sozusagen in der Replik auf unsere Recherche wird wieder damit letztlich auch damit Ängsten gespielt, und mit diesem Entweder-Oder wird quasi das Ding aufgemacht. Na, wer kann denn wollen, dass wir hier vielleicht einen Missbrauch nicht beenden und dafür aber ein paar Bildchen gelöscht haben? Das wird offiziell nicht so salopp gesagt. Hinter offener Hand in Hintergrundgesprächen wird uns das sogar so salopp teilweise gesagt. Und man kann es also zusammenfassen, Strafverfolgungsbehörden sehen schlichtweg nicht als ihre Aufgabe an, diese Bilder zu löschen. Alle schieben sich gerade gegenseitig den schwarzen Peter zu. Und die Innenministerin hat zwar bei Markus Lanz mal gesagt, vor ein paar Wochen in Replik auf unsere Recherche, da sei ein Umdenken stattgefunden, habe ein Umdenken stattgefunden. Um so viel zu sagen, wir haben ja die nächste Recherche noch nicht veröffentlicht, aber in den Foren ist von dem Umdenken noch nichts angekommen. Da geht alles weiter wie eh und je. Okay, also vielleicht noch mal ein kleiner Rückblick. Wir hatten einen großen Fall, Boys Town, ein Netzwerk, was die Behörden auch wirklich ermittelt hat. Ich glaube, gegen 4 Männer wird momentan halt auch ein Prozess geführt. Also das war natürlich ein großes Ding, muss man tatsächlich sagen. Aber die Bilder sind immer noch da. Genau, also dieser Fall Boys Town letztlich bringt diese ganze Tragik eigentlich auf den Punkt. Da wurde wirklich ein Jahr lang ermittelt mit wahnsinnig viel Intensität, um dieses Forum abzuschalten, die Leute zu fassen. Und ich will gar nicht falsch verstanden werden, das ist ja gut, das ist ja richtig, das muss ja gemacht werden. Aber dann war man sozusagen happy und sagt, cool, hier die Handschellen klicken, genau das wollen wir daran, das ist so Polizisten-DNA, ja, die Handschellen müssen klicken. Was hat man nicht gemacht? Ja, man hat nicht die Inhalte eben löschen lassen, so wie wir es gemacht haben. Und die Pädokriminellen sind natürlich nicht doof, haben natürlich alle Backups von den Foren. Und ich glaube, es dauerte 4 Tage, da waren alle Inhalte wieder da, das ganze Forum, oder nicht das ganze, aber große Teile des Forums waren wieder da, ein neues Forum war aufgesetzt und die Horde, also die 10, 100.000 Leute, zogen einfach weiter. Und das passiert eben, wenn man diese Szene gewähren lässt. Und wir haben es gerade in dem Film gesehen, es waren fast 3 Millionen User-Accounts in dem Forum. Und auch da kann ich sagen, aus meiner aktuellen Arbeit, diese Dynamik, die diese Foren gerade auch in den letzten Jahren angenommen haben, das ist unvorstellbar. Wir haben da Zugangsraten von teilweise 10.000 Usern am Tag, die neu dazukommen. Und das ist, das begreift sich mir nicht, dass man das sozusagen sämtliche Strafverfolgungsbehörden der Welt da wirklich zuschauen. Ich meine, die sind in den Foren und lassen die Leute gewähren, löschen dort nicht und nehmen sozusagen, tun überhaupt nichts dafür, da diesen Speed rauszunehmen. Nikki Holmes, vielleicht können Sie dazu was sagen. Was macht es mit Betroffenen, wenn diese Bilder weiter online sind? Und auch einfach, also Sie sagen es ja, kopiert auf das nächste Forum gestellt werden. Und kann man sagen, der Missbrauch geht weiter? Absolutely. Yeah, and I think what we have to remember when we're talking is we're saying images, data. These are individual children that are being abused. There is always a story behind each image, and it's a person, it's a child. And I have worked alongside police, mainly in the UK, actually. I worked particularly with one case where a childcare worker
had a child who was under 1 year old, was changing her diaper and noticed some marks. And they reported it, but as it turned out, the mother was abusing this baby, sending images to her new partner, who was then uploading it on the web. So those are the types of stories that are behind the images, and we have to remember that when we talk, first and foremost. Absolutely. And in terms of trying to get the images down, it's very difficult. And what that does is it causes re-traumatization for that victim and for that survivor. Absolutely. We know that there's also peer-to-peer image abuse, where children, young people will send images of themselves to their boyfriends or their friends. And once these images are on the net, it's very difficult to get it down. I know in Australia it's very tricky to get the images down after they're up there. Weil sie eben so einfach kopiert werden können. Was haben Sie für Erfahrungen? Sie haben auch mit einigen Betroffenen geredet. Was heißt das, wenn was gelöscht wird? Ist das eine Erleichterung? Sind die Menschen tatsächlich dankbar auch dafür? Oder ja? Also das ist total vielschichtig, und ich habe das auch erst gelernt, als ich mit denen gesprochen habe, wie schlimm dieses Gefühl ist, dass man auch gar nicht weiß, wie was mit deinen eigenen Bildern passiert. Weil ja, man hat diese Erinnerung, man versucht das wegzuschieben, und dann denkt man immer wieder, ach scheiße, aber diese ganzen Videos, der Typ hat Videos gemacht, und es ist irgendwo, und gerade, es kann sein, dass gerade irgendwo jemand sitzt, und ich sage das jetzt einfach mal, sich einen runterholt auf die schlimmsten Momente meines Lebens. Und wenn die Leute dann durch unsere Recherche auch gehört haben, ja, und Polizeibehörden sagen, ja, ist halt so, können wir jetzt auch nichts machen, lassen wir stehen. Das ist wirklich, wie sie gesagt hat auch, das ist retraumatisierend. Also das ist das, und das haben uns auch Psychologen gesagt, man kann nur die Aufarbeitung wirklich beginnen, wenn man weiß, der Missbrauch ist abgeschlossen. Der Missbrauch ist erst dann abgeschlossen, wenn man weiß, auch diese Bilder sind weg. Gibt es die absolute Sicherheit, dass es geht? Natürlich nicht. Aber es gibt ja etwas zwischen... Es gibt nie die absolute Sicherheit, dass alle Bilder auf der ganzen Welt entfernt sind, und wir machen gar nichts, weil wir sagen, ja, ist halt schwierig und können wir jetzt auch nichts machen. Und unsere Erfahrung ist schon, um das noch zu sagen, Pädokriminelle machen das im Moment mit so viel Energie, weil ihnen einfach keine Steine in den Weg gelegt werden. Ne? Und wir haben diese letzte Aktion, haben wir 3-4 Monate gemacht. Und ich erzähle immer gerne die Geschichte von einem... Heavy Uploader, wie man in der Szene sagt, also jemand, der wirklich eigentlich täglich wirklich hochgeladen hat. Und ich habe mir den mal rausgepickt damals auch und habe da wirklich auch Energie reingemacht und bin einfach stumpf. Jeden Tag habe ich mich eingewählt und habe geguckt, was hast du hochgeladen? Ich melde es beim Hoster, ich nehme es runter. Der Typ war fertig. Der war fertig nach 20 Tagen, hat einfach geschrieben, Leute, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich sitze hier jeden Tag, lade 8 Stunden hoch, und dann kommt irgendwer, er wusste ja nicht, dass ich es war, und irgendwie eine Stunde später ist das Zeug wieder weg. Ich fahre jetzt erstmal in den Urlaub, muss durchschnaufen und hoffe, dass sozusagen die Welt eine bessere ist. So, und ich finde, in solchen kleinen Geschichten merkt man schon, dass man viel tun kann. Man kann nicht dieses Problem lösen, aber man kann einfach viel, viel mehr tun. Mhm. Nikki Holmes, ist Löschen der richtige Ansatz? Für Sie auch? Look, I think it's... I think the volume, the sheer volume of images that are on the net, it's impossible to know. I mean, absolutely, to take a small amount away, and it will just be a small amount. You know, absolutely, we would, you know, I think it's a good thing. But I think we're just literally scraping the surface, because, as you say, they can be reproduced, they can be screenshotted, they can be uploaded. I think it's very difficult for one person such as Daniel and or his team to do that. It's a start. Wenn ich kurz darf, ich will überhaupt nicht so verstanden werden, als dass ich jetzt hier der Prophet bin, der sagt, hey, komm, wir müssen mal Bildchen löschen, ist das Problem gelöst. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht ignorieren, wie viel auch mit diesem Teilen, und es gibt diese großen Foren, und da kann man sich bedienen, wie viel damit einhergeht, ja. Das ist ja, das sind ja auch Vernetzungsplattformen. Ja? Ich vernetze mich dort, also ich treffe da ganz viele andere. Das heißt, es sind sehr, sehr attraktive Orte im Netz, wo ich weiß, da treffe ich Gleichgesinnte und so weiter und so fort.
Und wenn man diesen Orten die Attraktivität nimmt, dann glaube ich schon, dass man einerseits sie deutlich, deutlich kleiner machen kann. Ich meine, wir wollen doch nicht in einer Welt leben, wo, das ist ungefähr im Moment so die Rate, wo es ein Forum schaffen kann, ungefähr 1 Million User pro Jahr aufzubauen. Ich meine, das können wir doch nicht akzeptieren, selbst wenn es schwierig ist. Wir können nicht einfach sagen, ja, es ist halt einfach zu kopieren und deswegen machen wir das irgendwie nicht. Plus, der spannende Punkt, den wir beobachten, ist, wenn wir es ihnen schwieriger machen, müssen halt die auch mehr ins Risiko gehen. Im Moment loggen die sich ein, sind da und alles ist gut. So. Wenn man es denen schwieriger macht, schwierig macht, dann müssen sie sich neue Sachen überlegen und Dinge, die neue Menschen, die neue Wege gehen müssen, machen auch mal Fehler. So, das heißt, ich glaube, wir müssen aufhören, dieses das eine oder das andere, sondern es ist einfach ein Teil des Gesamtpuzzles. Davon bin ich mittlerweile wirklich überzeugt. Ich würde die Frage super gerne zurückstellen jetzt ans BKA, ans LKA, einfach an die Behörden, die gerade nicht mit am Tisch sitzen. Vielleicht das nächste Mal. Ich schaue noch mal einmal in die Runde, ob es von Ihnen und euch eine Frage gibt. Denn wir hätten auch ein Mikrofon da. Dann sehr, sehr gerne. Hinten zwei, drei ist jemand. Hallo. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe eine Frage und zwar generell frage ich mich nämlich mit pädophilen Menschen, weil es ist ja so ein großes Tabu in der Gesellschaft, dass man eben gar nicht darüber redet. Wie kann man dagegen vorgehen? Was macht man, wenn man pädophile Züge hat und gar nicht weiß, wohin? Also was sind da so Ihre Ideen zu? Weil ich finde, eigentlich sollte man das Thema auch ansprechen, damit eben einfach besser dagegen vorgegangen werden kann. Ja. Mhm. Ich glaube, da kann Niki wahrscheinlich auch viel zu sagen. Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass mir auch, sind jetzt nicht viele, aber mir haben auch wirklich einige Menschen mit pädophilen Neigungen auch geschrieben und haben mir auch gedankt, sozusagen. Ja? Was mir, und ich hatte auch meine Stereotype und habe sie auch immer noch. So, und es ist für mich immer noch nicht vorstellbar, wie man das tun kann. Aber ich dachte dann, okay, Moment, hier schreibt mir jemand, der ist pädophil und der sagt, super, was ihr getan habt. Ja, weil der sagt, ich habe dummerweise diese Neigung, das meiste, was man ganz, ganz häufig liest in den Foren, ist, I didn't choose this life. So, das heißt, die Leute sind auch wirklich sehr unglücklich damit und die wollen nicht straffällig werden und die hassen es, dass so viele Pädophile eben straffällig werden. Aber die können sich nicht, die können sich einfach nicht, nicht äußern, was du sagst. Es gibt die schöne Anekdote von einem Professoren hier an der Charité, der damit arbeitet mit den Leuten, der sagt, naja, stellen Sie sich mal vor, Sie sind trockener Alkoholiker und Ihr Nachbar bittet Sie, auf das Kind aufzupassen. Und dann sagen Sie, ja, hey, ja, mache ich gerne, aber nur als Info, ich bin trockener Alkoholiker. So, dann würde der Nachbar sagen, ah, wenn, gut, dass du es geschafft hast und ne, keine Sorge, bei uns gibt es kein Bier im Kühlschrank oder so. Ne? Wenn Sie sagen würden, ich passe gerne auf dein Kind auf, aber hey, ich bin in Therapie wegen pädophiler Neigung. Ich will gar nicht sagen, dass man dann als Nachbar guten Gewissens das Kind eingeben soll, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der Nachbar nie wieder mit dem reden würde, dass er irgendwie sich ein stärkeres Schloss einbauen würde in die Wohnung, dass er vielleicht eine Anzeige erstattet mal auf gut Glück, weil der ist ja pädophil und so weiter und so fort. Es ist so ein Problem, dass die Leute sich nicht öffnen können, dass sie halt teilweise sogar regelrecht, ich will jetzt nicht missverstanden werden, aber dass sie sogar vielleicht getrieben werden in diese Foren, weil dort finden sie diesen sozialen Resonanzraum, wo man sich austauschen kann, wo man Gleichgesinnte finden kann. Und gleichzeitig ist der Bereich Prävention oder Beratung, psychologische Beratung chronisch unterfinanziert. Also das ist ist ein Riesenproblem, dass das Problem so schlimm ist für uns als Gesellschaft, dass einfach gar nichts geht. Niki Holmes, wollen Sie was ergänzen, vielleicht auch aus Australien, wie das Thema dort angegangen wird? Yeah, so we have just taken on an initiative that is up and running in the UK called Stop It Now. So they've just brought it into Australia and it's a helpline or a hotline in which would-be offenders or people that have those tendencies and recognize that within themselves, they can call up and speak to somebody anonymously, seek some professional help, and talk to somebody about that. Some people in Australia are not convinced that it's a good thing, and feel that it should be dealt with much more seriously, and that they shouldn't be able to, you know, to talk through it. But I think
remember that for offending to occur, you need to have three factors. You need to have the motivation of the offender, you need to have the vulnerability of the victim, and you need the opportunity. Once those three things are there and they intersect, that's when offending can occur. So if we can work on taking steps to alleviate those three things, so the motivation, things like this hotline might help with that, opportunity, if parents are supervising their children more on the internet, if professionals are more alive to what's going along, that sort of thing can be stopped at that point. But it's important to remember that intersection is when it is most likely to occur. Ich schaue noch einmal ins Publikum. Da gibt's noch eine weitere Frage. Sehr gerne. Super. Erstmal danke, ich habe deine Beiträge gesehen, die du gemacht hast. Die sind großartig und aufwühlend, also vielen Dank erstmal dafür. Ich hatte mich gefragt, es kam eben doch bei der Podiumsdiskussion, diese Non-Mutes-Sektion. Ich habe mich gefragt, auch als ich Beiträge damals gesehen habe, unter welchen rechtlichen Aspekten ist das denn zu betrachten? Weil das ist jetzt eine juristische Frage, die müsste man jetzt auch an Speaker stellen, aber ihr habt euch ja damit beschäftigt, wo ist der rechtliche Rahmen? Und ich habe mich gefragt, diese Non-Mutes sind ja erstmal kein Missbrauch, sondern ja eigentlich irgendwo runterkopiert. Und wie kann man denn vor allem in Deutschland überhaupt da angehen? Ist das dann Urheberrecht? Weil es ist ja eigentlich dann noch nicht faktisch irgendwo sexueller Missbrauch, sowieso nicht. Über Hardcore und Softporn ja. Aber dieser Non-Mutes-Faktor, ist das rechtlich überhaupt so einfach anfechtbar? Nee, das ist tatsächlich ein Problem. Wir haben hier im Prinzip zwei Bereiche, die da tangiert sind. Das Urheberrecht, genau. Jeder hat irgendwie sozusagen eine Lizenz am eigenen Bild. Und wenn das einer nimmt ohne Einwilligung, dann darf er das nicht so und verstößt gegen das Urheberrecht. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Persönlichkeitsrecht. Ne, jeder hat ein Recht am eigenen Bild und muss nicht gutheißen, dass das irgendwo veröffentlicht wird. Das sind aber keine das ist kein Strafrecht. So, ne? Das heißt, der Staat greift da jetzt nicht ein, so, sondern das sind Antragsdelikte. So, und jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz. Antrag kann nur stellen, wer weiß, dass seine Rechte verletzt sind. Natürlich wissen die Kinder in aller Regel nicht, dass in irgendwelchen Darknet-Foren ihre Kinder, ihre Fotos geklaut wurden. Die Eltern wissen das auch nicht. So, jetzt beißt sich die Katze ein zweites Mal in den Schwanz. Selbst wenn der motivierte Vater sagt, okay, ich gucke nach, weil ich habe da vielleicht ein großes Facebook-Profil mal gehabt und will gucken, dann macht sich der Vater natürlich strafbar, weil er in dieses Forum reingeht. Das darf er auch nicht. Dritter Punkt dabei ist, es gibt, Niki hat das gesagt, ich spreche immer über das Darknet. Wir haben leider auch im Clearweb sehr, sehr einfach erreichbare, riesige Fotoplattformen, wo sehr, sehr viele von diesen Bildern gehostet sind. Es gibt vor allen Dingen, die ist ja auch in der Doku, glaube ich, beschrieben, schon länger her, eine russische Plattform, also endet auf .ru, und deren Betreiber, muss man ehrlicherweise sagen, sagt halt genau das. Ja, kann schon sein, dass die, ich glaube, bei ihm sind es irgendwie 3 Millionen Fotos, die ganz offensichtlich geklaut sind von Facebook. Ja, kann schon sein, dass diese Fotos hier von Facebook kommen, aber bei mir meldet sich niemand von den Opfern, deswegen lasse ich das erstmal drauf. Und die deutsche Staatsanwaltschaft sagt, naja, wir wissen nicht, was das für Kinder sind, wir haben hier keinen Auftrag, wir können auch nichts machen gegen den. Dreimal die Katze in den Schwanz. Ja. Ja, letzte Fragen noch vom Publikum. Sehr gerne. Noch eine Frage, die ich hätte, und zwar habe ich im letzten Jahr den Film Caught on the Net gesehen. Da haben sich Frauen eben als Kinder ausgegeben und Fotos hochgeladen und geschaut, was sie erreicht quasi, und haben dann ganz viele Facebook-Anfragen bekommen, aber das waren dann tausende von Anfragen von irgendwelchen Seiten so. Und da war meine Frage eben, wie man Kinder eigentlich, also weil es ist so einfach als Kind irgendwie dann, vor allem, also man hat Interesse, man lädt irgendwas hoch, so, also wie man, was da Ihre Vorschläge wären, also wie man Kinder am besten erreicht. Vielleicht für Niki. Ja. Ich würde die Frage gerne an Niki Holmes weitergeben, weil sie sich genau mit der Thematik befasst. So, muted, yeah, sorry. I think education here is the key, absolutely. So
outreach into schools, outreach and early age as well. If a child feels, to upskill children to be able to question what's going on. Also upskilling parents, they should be supervising their children if they're online. We would say don't allow your child to be on a device in their bedroom. Make sure they're out in the open where you can, you know what they're doing, you can see what they're doing, you're in the background. That's more likely to deter an offender. And I think, I worked particularly with a case where unfortunately, the parents were also groomed by the offender because a young girl who was 14 was on a fan website and she thought she was going to meet Harry Styles, but she was actually talking to an offender. The offender was emailing the parents saying, yeah, I'm going to come and put, we're going to bring her to a concert. So it's just being questioning about what's going on in your child's world, but also upskilling children to question as well. But it's tricky because how do you reach all of the children and give them that message? It's a big job. Ich glaube, jeder, ja, gerne. Ich kann da nur zustimmen, bin dafür auch wirklich kein Experte. Ich kann da vielleicht nur noch mal wirklich von meinen Erfahrungen berichten. Wir messen ja quasi auch Zuwachsraten und so weiter, um Trends herauszufinden. Und es gibt zum Beispiel auch die Kategorie in vielen Foren, die nennt sich Spycam. Und das ist, dahinter verbirgt sich im Prinzip, dass Kinder angechattet werden, dann werden die in einen Zoom-Call oder so verwickelt und der Täter sozusagen sagt dann, hey, zieh dich doch mal aus. Und ne, dieser Zoom-Call wird dann sozusagen gefilmt. Und das heißt so das typische Cyber-Grooming dann, ne, am Ende. Und da sind mir, als wir die Zahlen dann irgendwie hatten, sind mir wirklich die Augen ausgefallen, weil das Ding explodiert gerade. Ne? Also wirklich so vom Volumen her, da kann man nur erahnen, also wirklich wie viele Kinder da gerade in irgendwelchen Videocalls hängen oder so, oder bei WhatsApp angeschrieben werden und in einem Videocall hängen und natürlich auch gar nicht begreifen in dem Alter, dass das, was sie da gerade tun, irgendwie recorded wird und so. Ja, und ich glaube, was wir alle sagen können, abschalten ist eben auch keine Option, weil die Medien sind da, sie sind verfügbar und wahrscheinlich ist der einzige Weg da tatsächlich, wie Nikki Holmes es gerade schon gesagt hat, die Bildung. Ich möchte mich bedanken für das spannende Gespräch. Ich glaube, da sind ganz viele Ansätze, die man noch vertiefen könnte. Wir empfehlen sehr die Reportagen, die Dokus zu dem Thema auf YouTube auch zu finden. Kleine Selbstwerbung nochmal, wie findet man die Filme? Bei Steuerung F bei YouTube am einfachsten. Der zweite Titel ist Warum löscht niemand die Aufnahmen? Und der erste Titel ist der ist am Ende verlinkt. Genau. Wenn Sie im Darknet recherchieren, dann schaffen wir eine Recherche bei YouTube. Ja, genau, das glaube ich. Der YouTube-Algorithmus wird es richten. Vielen Dank auch an Nikki Holmes. Ich glaube, bei Ihnen ist es ganz früh am Morgen sozusagen. Deswegen schon mal einen guten Start in den Tag. Und ich bedanke mich bei den Leuten hier in der Villa und bei den Zuschauenden bei Alex. Danke. Danke, vielen Dank für dieses extrem spannende Podium. Es war sehr, also die Reportage ist sehr eindrücklich. Caught in the Net, der Film, der heute erwähnt wurde, ist sehr erschreckend. Man kriegt quasi live mit, wie dieses Grooming funktioniert. Und Children in the Pictures ist bei uns auf der Seite noch bis 31. Oktober online. Wir entlassen euch und ich hole mir Vivian auf die Bühne und gebe nochmal einen Programmausblick. Vielen, vielen Dank für dieses extrem spannende und wichtige Gespräch, auch nach Australien, Nikki. Es war fantastisch, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Danke. Dank. Wir haben noch fantastische 13 Minuten Sendezeit, die wir als Werbeblock benutzen und uns total freuen, nach diesen doch sehr schwierigen Thema einen schönen Rückblick zu machen über das Festival. Dafür habe ich Vivian Schröter neben mir, die gemeinsam mit mir seit 3 Jahren das Human Rights Forum gestaltet.
und plant und kuratiert und durchführt. Vielen Dank dafür, Vivian, an dieser Stelle. Sie war auch an den Talks hier gemeinsam mit Stephanie Groth, bei der ich mich an der Stelle auch nochmal herzlich bedanken will, beteiligt und hat überlegt, welche Themen wählen wir aus, wo setzen wir Schwerpunkte. Vivian, ich will gar nicht zu viel ins Detail gehen, was wir alles gemacht haben, sondern im Kontext von Menschenrechten ist es immer total schwer, über schöne und positive Sachen zu reden. Ich probiere es. Erzähl mir mal von deinen drei Highlights des Human Rights Forums, der Talks, der Workshops und der Konferenzen. Drei. Nur drei? Nur drei. Okay, gut. Also das, was ich am allertollsten fand und jedes Jahr wieder, deswegen finde ich es fantastisch, mit dir zu arbeiten, dass durch die Workshops so viele tolle Menschen so aus ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammengekommen sind, sich zu bestimmten Themen zusammengefunden haben, darüber diskutiert haben, jeder mit seiner eigenen Expertise kam, Ideen hatte, wie man Sachen lösen kann. Es waren super spannende Gespräche, Workshops. Und letztendlich, weil wir dieses Jahr das auch irgendwie versucht haben, dass die Workshops auch für die Panel-Diskussion zum Teil vorbereitend sein können, war es fantastisch, fand ich, dass diese Menschen letztendlich, dadurch, dass sie mehr Zeit miteinander hatten, sehr in die Tiefe gehen konnten. Und ich habe das überall gehört, dass diejenigen, die da waren, die haben so viel mitgenommen. Und das wiederum, die sehr dankend waren für dieses tolle Forum, was du ja mit, also absolut initiierst. Und das war irgendwie wahnsinnig schön zu hören. Ja, das Feedback war großartig, sehr berührend. Für mich mich hat unser zweiter Forumstag sehr nachdenklich gestimmt. Wir haben über neue Narrative gesprochen und dahin, wie wir Rassismen und Sexismen aus unserer eigenen Welt und aus der Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, entfernen können. Und obwohl ich mich im Vorfeld so viel mit dem Thema beschäftigt habe, war ich ein bisschen schockiert davon, wie viel tief verankert in unserer Kultur ist und wir damit auch übernehmen, wie Zanela für die Keynote auf der Bühne stand und von ihrer Erfahrung als schwarze Frau in Südafrika in der Filmbranche erzählt hat, ist mir nochmal wichtiger Reminder, wie unterschiedlich die Erfahrungen sind und wo wir eigentlich nochmal wirklich umdenken müssen. Und auch das Panel von Peggy moderiert zur Story of rund um, wie erzählen wir Geschichten und wer erzählt Geschichten. Und die Frage danach, warum die Aufarbeitung von kolonialen und postkolonialen Unrecht so unfassbar schwierig ist. Ja, genau. Wahnsinnig schwierig, weil wenn wir nach Deutschland schauen und sagen so, ja, wir haben ja zum Beispiel mit dem Holocaust, hat Deutschland sehr viel Aufarbeitungsarbeit getan. Aber ja auch nur, weil andere sie dazu gezwungen haben. Und dieser Zwang fehlt auf der Ebene. Genau, wer ist der Zwang, der sozusagen alle Kolonialmächte dazu zwingt, in ihre Geschichte zu schauen und sich damit zu beschäftigen, sich zu entschuldigen und die Restitutions, fällt mir gerade das deutsche Wort nicht ein, aber auf jeden Fall, dass das Rückgabe von Kulturgütern, genau, und auch das menschlichen Gebeinen, die immer noch auf sich warten lässt. Und gestern Thema Presse- und Medienfreiheit, das hat so ein bisschen übergegriffen in das, was wir auch heute besprochen haben. Es fehlt Aufklärung an allen Ecken und Enden und Solidarität und es einfach zu machen. Wir haben gestern lang darüber gesprochen, dass auch in Europa die Presse- und Meinungsfreiheit und Journalistinnen und Journalisten immer mehr unter Druck geraten und darüber nachgedacht, was kann man dagegen tun? Und die Antwort war so erschreckend einfach.
mehr internationale, europäisch übergreifende Solidarität zwischen Journalistinnen und Journalisten, dass man darüber berichtet. Einfach immer wieder darüber berichten und aufklären, warum eigentlich, was Meinungs- und Pressefreiheit ist und warum das so ein hohes, essentielles Gut ist. Was war für dich gestern der Main Takeaway? Oder vielleicht ein schöner Encounter, also eine schöne Begegnung, die du hattest? Ah, wow. Also ich fand, wir hatten drei fantastische Filmpitches. Die man online alle auf YouTube nachschauen kann. Richtig. Und was fand ich noch spannend? Ich habe mich ja dann unterhalten mit Tin Fischer und mit Andreas von Bubnow über die Power of Storytelling. Wie haben wir das genannt? The Power of Data Lies in the Storytelling. So, genau, das war der Titel. Schöner Titel. Sehr schöner Titel. Ich frage mich, wer sich den ausgedacht hat. Kaffee. Mhm. Und das fand ich eigentlich, das war wahnsinnig spannend, als wir über dieses Bias gesprochen haben und letztendlich Andreas das am Ende des Talks sozusagen, um auch zurückzukommen, diese ganze Polarisierung auch der Medien und dass wir als Gesellschaft dadurch so gespalten werden. Wie können wir dem begegnen? Und Andreas eben gesagt hat so, ja, we need to all be more humble und dem anderen zuhören. Und nicht kategorisch sagen, nee, du bist in dem Lager, ich höre dir überhaupt nicht erst zu. So kann kein Gespräch, keine Diskussion stattfinden. Das fand ich irgendwie so, ja, we need to be more humble, auf jeden Fall. Ja, und das Zuhören. Ich glaube, das Zuhören ist total wichtig und dass man aus Gesprächen und Diskussionen rausgeht und was für sich mitnimmt. Was ich heute aus der Diskussion gerade eben für mich mitgenommen habe, ist, ich habe das vorhin schon erwähnt, ich bin seit kurzem Mutter. Ich werde daran denken, mein Kind so gut wie möglich in dieser immer mehr digitalisierten Welt zu begleiten, weil es wird eine wichtige Rolle bei ihm spielen, wahrscheinlich noch wichtiger als jetzt. Und das Zweite ist, nicht nur das Kind zu begleiten, sondern auch aufmerksam durch die Welt zu gehen, um, wenn man was sieht, tatsächlich zu reporten und nicht wegzuschauen und sich Gedanken zu machen, sondern einfach in Aktion zu treten, weil wir haben gelernt, es ist einfach Sachen löschen, also es ist möglich, Sachen zu löschen. Und von daher, ich glaube, wenn viel Verantwortung liegt natürlich bei den Behörden, die sollten mehr tätig werden, aber ich glaube, wenn jeder Einzelne und Einzelne dem was auffällt, was machen wird, nicht nur im Internet, sondern allgemein aufstehen und laut wird, dann wird sich sehr viel sehr schnell ändern. Ja, absolut, das glaube ich auch. Also es war erschreckend, wie das einfach funktioniert alles. Und welche Aufgabe wir als Eltern einfach auch haben, unseren Kindern gegenüber oder auch Schulen. Also ich meine, die Niki hat es ja gesagt. Krass. Aufstehen und laut sein ist eine schöne Überleitung. Sehr gut. Ich will positiv enden. Das ist, glaube ich, bei dem Thema Menschenrechte immer sehr wichtig. Positiv wird uns halb gelingen. Morgen findet hier auf der Bühne die Preisverleihung statt. Wir können noch nicht preisgeben, wer den Audience Award gewinnt oder wer tatsächlich den Willy Brandt-Preis für Freiheit und Menschenrechte, wer mit dem ausgezeichnet wird. Unsere internationale Jury hat getagt. Sie werden es uns morgen verraten. Wir sind total gespannt. Was wir aber bekannt geben dürfen, heute schon, es ist öffentlich, unser Ehrenpreis, der vor 2 Jahren an Svetlana Tichanowskaja ging und letztes Jahr an das fantastische Recherche-Kollektiv Forbidden Stories, wird dieses Jahr an die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi stellvertretend für die mutigen Frauen und Menschen auf den Straßen Irans vergeben. Wir freuen uns sehr, dass wir Shirin Ebadi morgen auf Zoom hier live begrüßen dürfen und hoffen damit, die Bitte der Frauen auf den Straßen Irans im Rahmen unserer Möglichkeiten aufzunehmen, Solidarität zu zeigen, laut zu sein und
mit ihnen gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen. Ich glaube, das ist was, was wir vielleicht aus den 2 Wochen Festival, 2 Wochen, 8 Tage, es kommt mir vor wie 2 Wochen, mitnehmen können. Dieses Solidarität zeigen, laut sein, aufstehen und aufschreien. Ich freue mich sehr auf die Preisverleihung morgen. Ich bin sehr gespannt auf die Rede von Shirin Ebadi. Und sie ist live auf YouTube zum Nachschauen. Auch alle Gespräche von der Reihe Talking Humanity werden ab nächster Woche auf YouTube zum Nachschauen sein. Diese Woche waren wir live auf Alex Berlin, ab nächster Woche im Netz. Und dann werden wir auch die Dokus von Daniel natürlich verlinken. Vivian, als Abschluss, ein Gedanke auf dem Weg. Wir haben noch 1 Minute Sendezeit. Okay. Ja, was machen wir nächstes Jahr? Spannende Frage. Wir werden wieder Konferenzen und Workshops machen. Und falls wer Ideen hat, mit welchen Themen wir uns beschäftigen sollen, wir sind offen für Input. Gerne bis Ende November Vorschläge für Talk-Themen und Konferenz-Themen zum Thema Storytelling an und schicken an info@hrffb.de. Wir freuen uns über Input, oder? Ja, absolut. Ich glaube, der New Narratives Tag war ein Anfang und der ist noch nicht zu Ende erzählt. Da müssen wir weitermachen. Ja, und ich glaube, wir brauchen noch ein drittes Jahr Dis- und Missinformation im Netz, weil das ist ein wichtiges und großes Thema. Damit müssen wir uns weiter beschäftigen. Und damit sind wir am Ende von unserer Sendezeit. Danke. Vielen Dank an Alex Berlin für die großartigen 8 Tage Sendungen. Schönen Abend. Ciao.